Und ich wünsche euch ganz, ganz viel frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls nichts mehr kommen würde für dieses Jahr. Vorläufig, aber auf jeden Fall für euch allen ein frohes Weihnachten. Und willkommen zu einer Mod von Banjo-Kazooie. Wenn wir schon so viel Banjo-Kazooie Let's Playen, dann auch von Weihnachten, weil wir haben ja auch morgen schon Weihnachten. Ich selbst hab zwar keine Lust drauf. Gibt's Gründe. Aber für euch ist es bestimmt auch mehr oder weniger toll. Und zwar zu diesem Mod Banjo-Kazooie Night Beer Before Christmas. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, weil mit Englisch spreche ich nicht so perfekt. Aber es wird schon besser. Und ich möchte mich sehr herzlich bedanken für die neuen Abonnenten. Willkommen bei uns im Black Bonne YouTube TV. Hauptsache bei uns geht es nur um Gaming. Und Zukunft möchte ich halt nur Hauptziel alle Metal Gear Teile Let's Playen. Legend of Zelda Teile und so weiter und so fort. Aber da mache ich auch ein extra Preview dazu, wenn es soweit ist. Ein Schneideprogramm kommt auch noch ein neues hinzu, damit mein Video besser hinschneiden kann. Aber das alles extra. So, Weihnachtsmod Banjo-Kazooie. Es soll recht kurzer Mod sein, das ist dieses Mal kein großes Mod. Ich versuche alles in einem Part zu bringen. Sollte ich nicht weiterkommen, schaue ich wie üblich nach, weil es ist dann auch für euch angenehmer, auch für mich angenehmer. Und Save Dates ist mit dabei, Laden ist mit dabei, nur dass ihr Bescheid wisst. Es ist natürlich über Emulator. Weiß ja jeder mittlerweile. Ist ja klar, Mods kann man nur über Emulator spielen. Auf der Konsole glaube ich sehr schwierig sogar. Vielleicht ist es möglich, wer weiß für die Zukunft. Aber jetzt mal, bis ich die 4K alles hinbringe, bis zu Osterzeiten, müssen wir halt so noch durch. Labern wir nicht voll, dann lassen wir uns beginnen. Weihnachtsspezial habe ich euch versprochen. Jetzt kommt auch eine. Ah, sieht schon mal gut aus. Also, wenn ich jetzt richtig... Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, wollten Banjo-Kazooie Weihnachten feiern und in dieser Seite hat auch Bots Probleme, weil Weihnachtschaos, ja, kann sein. Und da schauen wir gleich mal, was da los ist. Es gibt ein Weihnachtschaos, die ganzen Geschenke wurden gestohlen. Von der Hexe wahrscheinlich. Und jetzt müssen wir die Geschenke wiederfinden und Weihnachten retten. Okay, kann man jetzt wieder ins Haus rein? Oder kommt da wieder dieser Dialog? Ah ne, okay, man kann rein. Genau, wir schauen uns immer alles schön an. Einmal Testing und es gibt hier jede Menge Easter Eggs. Ihr seht schon, Banjo wollte mit Xbox zocken. Und N64 auch.
Die Mods habe ich schon ins Bild. Ja, Stay at Home habe ich vor kurzem abgeschlossen. Das war diese Woche. Bierwecker ist das, glaube ich, ne? Das habe ich auch schon ins Bild. War auch sehr cool. Und Gotildas Mask habe ich auch zu 99% abgeschlossen. Ja, da war ein bisschen buggy. Und das ist natürlich die Xbox Series X. Ich habe die S-Version. Sieht auch schon sehr geil aus, ne? Und da oben ist ein Bild mit Bench und seinen Freunden. Oben sich auch eine Xbox. Da oben ist der gute alte Markurko wieder am Start, ja. Ein sehr, sehr guter Modder. Echt Respekt immer wieder. Und das ist die Xbox One. Bencho, ich könnte bei dir wohnen, das ist kein Problem. Ruhe, ja, ist richtig. Und das habe ich auch schon fertig gespielt. Legend of Banjo Kazooie, die Shakers of Time, war sehr, sehr gut. Sehr empfehlenswert. So, Game Boy. Moment. Das ist dieses Stück Block Papier wieder. Wir schauen immer alles an, bevor wir richtig anfangen. Ist das Super Mario Land? Ja, das ist Mario Land. Alles klar, geil. Hammer. Banjo, du hast Geschmack. Rare DK, okay. Fishy. Da ist noch ein Bild. Mit Banjo und seinen Freunden. Und zur Info, ich habe hier Vögel als Haustier. Bei ihm Projekt sage ich das nur einmal, kein zweites Mal. Ich weiß nicht, ob es euch stört, wenn Vögel pfeifen, sind nämlich genau neben mir. Und deswegen klopfe ich immer einmal kurz auf den Käfig drauf, damit wir ruhig sind. Ja, ich hoffe, das stört euch nicht. Wenn es euch nicht stört, dann lasst es ruhig pfeifen. Aber wenn es zu laut werden, dann klopfe ich ein paar Mal auf die Gitter. Und dann sind sie wieder ruhig. Hoffentlich. So. Aber wenn es euch nicht stört, bis die Zeit ist doch kein gestört, dann sollte es normalerweise passen. Denke ich jetzt mal. Keine Eier. Jetzt haben wir Eier. Ja, ich hol deine Geschenke. Oh, du hast auch Geschenke verloren. Der Mr. Bloopers hieß sie, oder? Fake Spider-Banden, okay. Der hieß TikTok? Nee. Ich kann mir den Namen nicht merken. Und da ist der Christbaum. Ich versuche meinen Hass, Liebe zu Weihnachten zu vermeiden. Ich versuche auch für euch etwas fröhlicher zu wirken. Das war eine Bombe. Bombengeschenke. Wir sind am Schlumpf unterwegs. Und ja. Vielleicht ist es auch von Weihnachten nicht so schön, wie ich jetzt mir denke. Aber viele sind auch nicht so gut drauf. Deswegen ja, habe ich auch weniger Lust drauf. Viele wissen auch warum. Ist aber auch sehr schwierig zu erklären. Aber solange nichts so viel, dürfte eigentlich alles passen. Ich hoffe auch bei euch passt alles. Weihnachtsstress gibt es leider überall. Kann man echt nicht vermeiden. Leider. Und ich möchte hier rüber. Sehr schön. Mumpuschädel. Da oben ist ein Christbaum ohne Beleuchtung. Alles klar. Ja, deswegen versuche ich jetzt für euch mal fröhlich zu wirken. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Jeder, der eine Beziehung hat, genießt euer Weihnachten. Ich wünsche euch viel Spaß.
Ich kann es leider nicht genießen, weil... ja. Alleine ist ein bisschen schwierig. Aber weiß, ich werde bald sterben, wenn es so weitergeht. Weil dieses Jahr ist meine Freundin noch nicht hier. Ich hoffe auf ein neues Jahr dann, damit dann alles wieder besser wird. Aber bis dahin muss ich etwas gedulden. Oder werde ich auch für ihr glücklich versuchen, glücklich zu sein, damit das eben nicht zu stark auffällt. Würde ich schon fast sagen. Aber man kann es ja eben nicht immer vermeiden, weil man hat sie immer im Kopf, leider. Und wenn man seine Freundin so sehr vermisst, ist das schon eben sehr hart. Ne? Ja, Thema. Ja, ich will auch nicht zu viel darüber erzählen, weil das eigentlich mehr Datenschutz ist. Deswegen muss ich auch hier sehr häufig aufpassen, was ich sage. Deswegen sage ich nur ungefähr grob, was los ist, damit ihr ungefähr Bescheid wisst. Aber ich sage nicht alles genau wegen Datenschutz. Und diese Zwiebel hat mir wieder Schaden genommen. Sehr schön. Aber wenn es mal soweit ist und wenn alles passt und glücklich ist, dann erklären sie eventuell gemeinsam. Aber bis dahin etwas gedulden. Ja. Und auch fürs Erklären braucht man auch Erlaubnis dazu. Weil es kann schnell schief in die Hose gehen. Ja. Deswegen immer schön achten. Alles andere ist eigentlich recht wurscht. Aber so muss man schon ein bisschen achten, was man sagt. Damit eben nichts Schiefes passiert. Okay. Und jetzt auf zu dieser Mod. Lasst die negative Gedanken wegsinken. Wie viele Puzzleteile gibt es hier überhaupt? Da möchte man mal nachschauen. Pur Buttels. Kein nix. Okay, es gibt kein Puzzleteil, keine Noten, echt jetzt? Keine leere Honigwappe. Es ist nur zum Anschauen. Da ist irgendwas faul. Irgendwas ist der Fall. Das habe ich auch von einem YouTuber mal gesehen. Aber auch nicht ganz. Da gibt's bestimmt was zum Holen. Bestimmt ein Puzzleteil. Oh, natürlich Mumbo-Schädel. Bockys Haus ist hier, aber ohne die Kinder. Okay. Wo früh CC Peak? Der Schneemann? Die Musik ist jetzt zwar, hat zwar nichts mit Weihnachten zu tun, aber vielleicht kommt es noch. Weil nicht, dass ich jetzt hier umsonst Let's Play und dann ist hier nichts, das wäre nicht so geil. Aber ich denke mal, da muss was sein, weil... irgendwas muss da überraschen. Jetzt sammeln die Eier ein, dankeschön. Mario 64 in Weihnachts... Oh, Chichinator. Was geht ab? Man kann mit ihm nicht unterhalten. Der hier ist der Chichinator. Der besiegt die Gutilda. Und er ist echt eigentlich... klein, groß, ja. Nicht zu groß, nicht zu klein. Oh. Da kann er bestimmt rein, oder?
oder auch nicht. Mit Glitches eventuell, ja. Aber ich will es noch vermeiden, oder? Der hat dir was gut überlegt. Sehr schön. Wie viel Mumbo-Schädel wir brauchen, habe ich ehrlich gesagt gar nicht nachgeschaut. Könnten wir aber machen, die Taste mache ich immer. Bei mir geht alles kaputt. Entweder läuft alles schief oder geht alles kaputt. Vor allem Controller, Mäuse. Oh, 5. Alles klar, ich habe 5. Also, ich sag auch was anderes. Ein Secret. Okay, mit was verwandeln wir hier? Ja, ich weiß, ich kenne das Spiel hin und auswendig, ich habe das schon 8000 Mal durchgespielt. Auf jeder Konsole, jeder Emulator, überall durchgespielt. Was nur geht, sogar auf dem Handy. Okay, dann verwandeln wir. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier in Biene verwandelt. Fürs Fliegen eventuell. Und tatsächlich eine Biene. Weil anders hätte ich mich echt nicht vorstellen können. Weil man doch sehr viel durchfliegen muss. Und ich habe auch keine Sprungplatte gesehen, also kann es eigentlich nur Fliege sein. Fliege eine Biene. Was sage ich, Fliege zu einer Biene? Oder Hummel? Ja, sag mal, das ist Hummel. Wollen wir erstmal hier hoch? Oder erstmal da hinten? Ich würde mal sagen, erstmal hier hoch. Und lasst euch ja gut feiern, ne? Vor allem für die Kleinkinder sehr gut feiern lassen. Habe ich jetzt was verpasst? Oder will er, dass ich hier das mache? Oder oben hinten war ja auch noch was. Ich vertraue jetzt mal drauf, dass ich mal nichts verpasst habe. Aua. Das muss doch wehtun. Nochmal so falsch schauen, dann bin ich tot. Aua. Grundteil das leer. Hui. Oh yeah. Hier wurde tatsächlich hier zugebaut. Von Banjo-Tooie natürlich. Aber man hört, also das Hintergrund ist auf jeden Fall frei. Ja, ich möchte den Mod auch nicht kaputt machen. Oder habe ich es jetzt kaputt gemacht? Scheiße. Ich bin unschuldig, also ich weiß nicht.
da hinten geht sogar weiter. Ja, ja. Da hinten ist das erste Level. Aber ich habe nichts gesehen. Ich weiß davon nichts. So, jetzt echt so. Nee, ich geh mal einfach mal davor. Mann, ich hab bestimmt was verpasst. Ah, verdammt. Ah. Ich verwandle mich extra nochmal zurück und dann gehe ich hier hoch. Ah, ich hab bestimmt was verpasst. Entschuldige für das hier, aber ich muss einfach nachschauen. Ich muss nachschauen. Weil zum Schluss ärgere ich mich wieder und denke mir, warum war ich jetzt nicht da? Genau deswegen. Ja, hundertprozentig. Also wenn dieser Dialog jetzt nochmal kommt, habe ich was verpasst. Das ist jetzt das gleiche wie davor, oder? Ja. Scheiße, Mann. Ja, wenn man erst mal was Neues hier spielt, also neue Monster, denkt man sich, ist jetzt da was, ist da nichts. Deswegen sicher, sicher. Mumbo! Altes Haus. Mit Jumbo. Ja, das resettet sich wieder alles, okay. Also muss da was sein. Muss ich diese Token nochmal sammeln? Nee, okay. Dankeschön. So, jetzt schauen wir Wasserfall. Wenn da nichts ist, dann beiß ich mit den Hintern. Und dann ärgere ich mich ganz schön. Aber ich bin mir sicher, das ist nicht ohne Grund da. Ja, ja, da oben ist schon mal was. Also man kann hier hoch. Aber scheint tatsächlich nichts zu sein. Diese Stelle merken wir aber. Das merken wir. Und ja, alle Mods sind auf Englisch. Englisch ist zwar nicht schlecht, wenn man es besser kann. Aber wenn man es gar nicht kann, dann ist es schon ein bisschen blöd. Mittlerweile mit meinem besten Freund wurde ich mit Englisch immer besser. Und lerne auch viel Japanisch auch. Weil Japan ist mein Lieblingsland tatsächlich. Und ja. Nach Tokio würde ich mal sehr gerne. Aber es ist so teuer, der Flug. Sehr teuer. Aber es wäre ein Traum. Ist so bleibt ein Traum. So. Gibt es da hier zwei verschiedene Visionen? Friedhof! Ich liebe Friedhof! Jawohl! Ah ja, jetzt ist auf einmal jemand anderes schuld. Du bist hier unschuldig, ey. Ja, ja. Das kennen wir schon von dir.
Hexe war auf Unschuld. Ja, siehste. Und jetzt haben wir für dich Geschenke bringen. Ah ja. Oh, die Glühbirne. Okay, also wir müssen jetzt für ihr die Geschenke bringen, weil sie spielt scheinbar den Weihnachtsmann. Da hast du auch die falsche Mütze aufgelegt. Das ist aber Halloween Town und nicht für Weihnachten. Das heißt, wir müssen jetzt von Weihnachten auf Halloween. Ah ja. Mhm. 100 Noten, 5 Pusterteile und 0 leere, keine leere Honigwappen. Hier dürfen wir nicht rausgehen, weil es hier... Geht's wieder raus? Oh. Oder geht's hier wieder raus? Ne. Ah ja, das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall rein. Alles klar. Musik? Ja. Kann mich noch nicht klagen bis jetzt. Ich hoffe, es wird nicht zu nervig. Aber ist einigermaßen okay. Oh, Honigkompus. Man bekommt irgendwas für 100 Noten. Da bin ich mal gespannt. Das war mich eigentlich noch nie der Fall. Da geht's rein. Ich sehe es doch und ich höre auch was. Na komm. Da ist die Leiter, wo man nicht hochkommt. Was zum Teufel? Lieber von hier springen. Also da kommt man. Da war was, ich hab's gesehen. Ah! War mir doch etwas zu laut. Und da ist die Glühbirne versteckt. Die brauchen wir. Wie viele es gibt, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht. Es ist völlig blind. Diese Mod spiele ich zum ersten Mal. Ich habe was davon gesehen, aber nicht komplett. Oh, ich habe es komplett vergessen, aber komplett vergessen. Kann ja auch sein. Das war schon ultra lange her. Noten. Solange kein Spinne auftaucht, ist alles gut. Dann, ja. Die zweite Glühbirne. Ah, die Musik deutet auch hin, sammelt die Geschenke schnell ein, weil sonst der Boss kommt. So möchte ich mir das Musik sagen. Aber ich denke mir so, es ist ein Mod. Hallo.
ein Phantomhuhn. Ah ja, wo ist der Sensenmann? Hui! Grabsteine, die spiele ich doch so gern. Ich liebe Grabsteine. Nur ins Spiel natürlich, in Wirklichkeit so... Ja. Geht. Aha, da hat sich ein Glühbirne versteckt. Ich dachte schon, hier wäre ein Easter Egg, aber scheinbar nein. Labyrinth, der ist bei mir... Oh! Eine gute Nachtgeschichte. Wo ist der Messer? Ich will auch. Der Bär steht sich echt runter. Aber passiert nichts. Alles klar. Ah, der Messer ist dran. Ist vielleicht auch besser so. Sollte mal ein Safe Date wieder setzen. Nimmt auf, sehr schön. Ah, Hallöchen. Ja. Eier verzimmelt. Sehr schön. Geht aber nicht auf Zeit, oder? Glaube nein. Wenn ja, dann sind wir schon. Dann muss man schön sein. Aber ich glaube nicht, weil sonst hätte man schon Tick-Tack gehört. Tick-Tack, Tick-Tack. Dann jumpt nicht so schön. Oh, der springt auch nicht mal. Sehr schön. Und zum Schluss gibt mir wieder eine Note irgendwo ab, weil ich nicht richtig geschaut habe. Ja, kennen wir ja. Typisch ich. Ist typisch ich. Bevor wir in Mumpo Haus gehen, durchsuchen wir alles andere. Genau. Kann man hier nicht stehen? Dankeschön. Oje. Bleijump. Das sind Bleijumps. Wenn man es schafft. Genau. Aber da ist ein unsichtbarer Mauer. Ah, Mumbo-Schädel. Okay, wie gesagt, Mumbo erst ganz zum Schluss. Erstmal die ganzen Noten holen.
Ist da was? Ja. Autsch. Es will, dass ich überall in die gute Giftsuppe reinspringe, dass ich irgendwann sterbe. Oder einfach, da ist nichts. Cool. Aber was mir Sorgen bereitet, ich habe nur kein einziges Puzzleteil. Ja, das macht mir Sorgen. Ah ja, da ist schon mal die Clotilde. Schwester. Für das Haus zu Gippi. Okay. Press B. Aha, da ist hier was versteckt. Leben haben wir eigentlich voll. Dann sind wir eigentlich einmal komplett rum und dumm, oder? Moment. Passt. Mal ganz kurz vorne sich geguckt und kaum fliege ich schon daneben. Ah, da ist ein Puzzleteil. Hallöle. Schmeckt bestimmt gut, hm? Top. In Schokolade schmeckt es bestimmt besser. Aber Puzzleteil ist so gut zu schlucken. Aua. Muss doch wehtun. Dann gebe ich erstmal die Hexe was ab und dann schaue ich mal weiter. Ich glaube, einen habe ich übersehen. Okay. Schluck auf. Oh yeah. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier rein. Ich hoffe aber hier nichts verpasst. Speichern, immer wichtig. Oh. Mondboot darf man auch nicht vergessen. Genau, sehr wichtig. Nein, die konnten viele verschwinden. Oh je. Es ist bestimmt ein Kürbis. Ich kann's mir denken. Wie gefällt euch diese Musik? Also ich finde so, weiß nicht, hätte besser sein können.
Aber okay. Vielleicht kommt noch was. Lass uns jetzt überraschen. Eine Glühbirne. Ich wollte zwar keins aufklammern, aber okay. Oh, sieh mal da. Puzzleteil. Wenn ich hier runterspringe, bin ich tot, oder? Kann man nicht mal. Oh Mann. Schade. Ich spring gern wo runter, also. Man muss immer alles ausprobieren. Immer. Dass man immer Bescheid weiß, aha. Da kann man runter, da nicht. So, Mumbo. Jetzt komme ich zu dir. Ich weiß, wo du wohnst. Zwar da hinten. In die Ecke. Oder? Ja. Besuchen wir dich mal. Wie sieht's denn aus? 5. Die Musik ist schon viel angenehmer. Doing, doing. Lass mich raten. Kürbis? Ja. Es sind immer so zwei Hauptverwandlungen. Kürbis ist so gut wie bei jedem Mod dabei. Und die Biene ist auch so gut wie fast bei jedem Mod dabei. Ja. Das sind irgendwie so die Hauptdinger, weil mit Biene kann man überall durch und mit Kürbis kann man überall durch. Daher sind die zwei die Hauptdinger. Ah, nur für einen Bereich. Ja, eigentlich ist der Kürbis zu dick dafür. Ja, Mini-Bereich ist nicht so groß. Da ist ein gemütliches Häuschen mit Skelette. Wo ist der Kopf? Ja, wir haben Weihnachten. Wir gehen mal lieber wieder raus. Horror-Weihnachten. Mischmasch ist sehr gut. Ich wollte zwar eh beides. Dann passt das ja eigentlich gut dazu. Zwar nicht direkt zu Weihnachten, aber okay. Kann man mal lassen, ne? Eigentlich. Kann man hier rein? Nein? Ich dachte. Aber wo sind die nächsten Puzzleteile? Ich glaube, ich habe noch so Glühbirne gehört. Ich glaube, ein Glühbirne geht noch auf. Glaube. Oh. Da habe ich mich verirrt. Okay. Die Grundhilde. Ah, Hammer. Sehr schön.
Nummer 4. Eine Gegner gehabt. Aber ich muss auch irgendwie hier rein. Irgendwie. Ach, es... Hä? Hat der sechste Schalter das alles geöffnet? Alles klar, bin dabei. Ah, 3 Pulszeile, Hammer. Noch eine. Ach so, dass wir hier abhauen können. Ja, aber da muss man doch nicht hin. Uns gehen noch ein paar Noten ab. Und uns geht noch ein... Dings doch ab. Ein Puzzleteil. Kann man jetzt nicht einfach abhauen. Ja, eben, weil da ist ein Schild, wenn man hier durchgeht, da war's das. Nee, 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 nee. Nicht mit mir. 100% ist 100%. Da stehe ich zu meinem Wort. Außer es gibt natürlich einen Bug. Wie es schon einmal der Fall war, dann kann ich nichts dafür. Aber so... wird nicht abgehauen. Muss man alle Gegner besiegen? Man kann hier bestimmt rein, ne? Aber wie kommt man hier hoch? Okay, hör mal dich nochmal an. Die Nase juckt dauernd. Das ist das Problem. Zweite Problem. See, bottom of phone. Einmal auf Deutsch, bitte. Muss ich hier jetzt nachschauen? Ich komme schon fast davor. Eieieiei, vor allem jetzt Not wieder. Hätte ich jetzt eigentlich nicht vorgehabt, nachzuschauen, aber so wie es aussieht, bleibt mir keine andere Wahl. Vor allem hier oben wird man sich loben. Wenn ihr schaffe darüber. Sollte eigentlich möglich sein. Eigentlich. Ja, aber etwas knapp. Das war jetzt zu schief. Da ist aber nichts. Ah, ja.
muss ich wieder hoch. Aber wie? Also muss ich nur von da oben gehen. Nochmal. Nochmal. Ha! Ich wusste es. Weil anders kann ich es sich vorstellen. Ha! Sehr schön. So, wo als nächstes? Da drin, da oben. Autsch. Mann, ist sie down. Die Nase ist die schlimmste. Aber immer. In irgendein Haus muss doch jetzt doch noch reingehen. Weil ich jetzt hier nachschaue, heißt dann, oh, hätte ich eventuell denken können. Deswegen möchte ich gerne noch einmal alles angucken, bevor ich hier wirklich nachschaue. Aber wird mir an nichts anderes übrig bleiben. Aber jetzt war ich eigentlich schon fast überall. Fast. Ist aber absolut nix. Null. Dankeschön. Nice. Fürs Nix. Mann, Mann, Mann. Mal da war ich schon. Das weiß ich. Da war diese Schalter. Ja, Freunde, wie es aussieht, muss ich tatsächlich nachschauen. Außer ich komme hier noch rüber. Aua. Sieht aber nicht so aus. Nee. Okay, liebe Freunde, wir sehen uns sofort wieder. Ich schau mal nach, wo was sein könnte. Und sonst werde ich mich geärgert wieder zurückkommen. Wir sehen uns auf alle Fälle. Ah, Moment mal, da oben war ich ja noch nicht. Stimmt. Moment mal. Wie komme ich denn hier hoch? Stimmt. Da hat man eine Tür bis. Glaube nein, oder? Ah, ja, da braucht man Kürbis. Okay, Freunde, ich muss nicht nachschauen. Wir haben sie rausgefunden.
wir müssen nochmal verwandeln. Aber ganz kurz wollte ich jetzt, ich wollte gerade nachschauen. Ich wollte echt nachgucken. Aber muss ich nicht. Oh yeah. Da bin ich wieder stolz auf mich. Siehst du? Immer erst nachdenken, bevor man nachschaut. So, hier rüber. Dass ich daran nicht gedacht habe, ist echt schon fast ein bisschen traurig. Ja gut, habe ich aber nicht nach unten geschaut. Mein Bauch knutscht mir. Ich habe aber noch nichts gegessen, ne. Ich esse nur einmal am Tag was. Wenn ich Hunger habe. Hui, ab ins Röhrchen. Mahlzeit. Und haben wir nicht alles, verdammte Axt. Ah doch. Wir haben tatsächlich alle 100 Noten und alle Posterteile. Ich dachte schon kurz, ich hätte was verpasst. Aber alles cool, alles cool. Sehr schön. Ah, da kommt man raus. Und das soll jetzt was anderes sein. Wir haben hier komplett. Sehr schön. Nach 30 Minuten ist das nicht eigentlich, das ist eine Stunde. Aber cool. Wir haben dieses Level komplett abgehakt. Vielleicht auch schon Dezember. Wie gesagt, lang geht das nicht. Nur ganz kurz. Extra für euch. Und dass ich euch vor Weihnachten wünschen kann. Genau. Und lasst euch nicht die Maune vermiesen. Immer schön, wenn's geht, immer schön glücklich bleiben. Auch wenn's nicht einfach ist. Happy Ending! Ah ja, jetzt geht's richtig los. Ab jetzt müssen wir auch hier die Noten einsammeln. Und jetzt bei Mount wahrscheinlich auch. Und so weiter. Alles klar. Und die drei Geschenke sind hier. Frohe Weihnachten, Leute. Noch einmal, sicher ist sicher. Aber ich mache hier noch fertig. Wir haben Horror und Weihnachten zugleich, was ich auch wollte. Obwohl der Halloween-Level jetzt nicht ganz so meins war. Aber okay, kann man lassen. Und jetzt sieht die Musik auch schon viel, viel glücklicher aus. Und der Weihnachtsbaum leuchtet auch sehr schön. War die Tür davor auch schon da? Die war davor noch nicht da, oder? Die war davor nicht da, ne, ne. Kann ich mich nicht erinnern. Tutti! Ist auch am Start. Hallöle! Eigentlich sollte man die Parts ja aufteilen. Halloween-Level, Halloween-Zeiten, Weihnachten-Zeiten, Weihnachts-Level in Weihnachten-Zeiten. Aber gut, kann man ja auch schlecht wissen. Daher lassen wir es mal so. Wenn ich es jetzt innen sollte, dann fällt das ja gleich auf. Deswegen lass mal schön alles so wie es ist. Oder wie gesagt, Hauptsache wir haben Spaß, das ist das Wichtigste. Weil sonst wird es auch langweilig. Was eh schon zum
großteils bei mir ist. Ohne Freund wäre es noch langweiliger. Aber alles top. Hab Freunde. Jetzt zock ich auch wieder bald. Und ja, ich genieße es. Und auch alle anderen YouTuber wünsche ich auf jeden Fall frohe Weihnachten. Mumpo, du faule Socke, ey. Ja, ja, dass du ja nichts machen brauchst. System installiert. Eingestellt. Da hat das System einfach eingestellt, dass man ja nichts mehr verwandeln kann. Ah ja. Cool. Danke, Mumpo. Dann wünsche ich dir ebenfalls noch frohe Faulheit. Alles klar. Boah, da ist jetzt auch noch Türe und ich höre einen Chin. Der war davor auch nicht da. Der ist auch neu. Hide and Seek. Da bin ich dabei. Chinchu spielen Verstecken mit mir. Alles klar. Dum, dum. Geschenk abliefern. Der arme Chinchunaka. Und da sind sie richtig happy, wenn alle glücklich sind. Wenn ihr glücklich ist, bin ich auch glücklich. Alles klar. Ah, der sieht irgendwie noch ein bisschen traurig aus, also. Bro, ich hoffe, du bekommst doch was. Umsonst viel Spaß. So. Und aus einem Bombengeschenk wurde. Das war wirklich ein Geschenk. Ja. Ja, genau, damit kann man rechts die Mauer aufschlagen und damit. Ja, okay. Alles klar. Die Türe erstmal zum Schluss da oben. Wir möchten schließlich alles einsammeln. Chinchu! Alles klar. Rote Feder müssten wir genug haben. Bin ich gut, dass ich am Anfang reingekommen bin. Ja. Da tut mir die Hexe auch schon fast leid, dafür ist sie oft vermöbelt haben. Und dass die Hexe jetzt auch für uns ein Geschenk machen möchte, tut es mir schon fast leid. Die arme Hexe, aber leider bis die nächste Motion vermöbelt wird. Ja, Gotilla mein Beileid. Alles klar. Alles gut. Immer schön Noten. Kann man? Ja, hier kann man durch. Sehr schön. Okay, der war einfach so da.
Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Baum verpasst. Umsonst nochmal alle Bäume durchsuchen. Und dann liegt hier bestimmt noch was. Die Türe, wie gesagt, ganz zum Schluss. Wenn wir so gut wie überall waren. Echt jetzt? Da wollte ich... ich habe sie kurz vermutet, dass da was ist, aber dass hier... Ah, okay. Die restlichen Stände wahrscheinlich auch. Alles klar. Die restlichen Stände müssen wir auch noch. Wir müssen hier bestimmt nochmal hin. Ja, ja. Wir müssen hier nochmal hin. Okay. Merken, nicht vergessen. Die Türe bleibt scheinbar offen. Nein, bleibt sie nicht. Ich möchte mal kurz speichern. Ah ja, siehste, siehste. Und ein Chincho, alles da. Dann hat sich der Weg schon wieder gelohnt. Ich will hier oben bleiben, bitte. Nein, 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 nein. Ja. Einmal oben, wieder runter. Top. Und wir brauchen den Sprungplatte nochmal. Ich sage, ich lasse alles in einem Part so, wie es ist, damit ihr auch was davon habt und dass ihr auch es länger genießen könnt. Ich bin der Let's Player, der gerne mal eine Stunde lang Let's Play, zwei Stunden, auch manchmal drei Stunden, aber nur bei den neuen Spielen. Bei kurzen Spielen wie Banjo-Kazooie mache ich immer eine Welt fertig oder gewisse Ort komplett reinschneiden und so weiter, damit man es eben genießen kann. Einmal. Okidoki. Ich sehe schon echt kaum, dass ich einmal einen falschen Stand erwische. Doing. Und ich bin gestorben. Ja, das sehe ich schon kommen. Powersterne. Oh yeah. Posterteil. Und noch ein Chinchu. Der blaue geht schon wieder ab. Wo ist schon der blaue? Ah, bei Wasserfall bestimmt. Das kann sein. Ja, das ist hundertprozentig. Wenn nicht... Gute Frage. Ob es hier einen Bosskampf gibt? Ich glaube nein. Ich glaube nein. Ich dachte auch beim letzten Projekt mit Stay at Home gäbe es beim Bosskampf, war es auch nicht der Fall. Da glaube ich auch hier, dass es keinen Bosskampf gibt. Wenn ja, dann ist auch noch ebenfalls mit rein. Aber ich glaube echt nicht. Weiß nicht, dieses Mal. Lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir uns mal überraschen. Ah, da ist der Chincho drin. Der Chincho. Und der hat auch ein Postzeit dabei.
15 Schuss ist gleich ein Postteil, oder? 1, 2, 3, 4, 5, genau. Habe ich jetzt schon alle Postteile? Nee. Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Schauen wir gleich nach. Und wir haben normalerweise gleich alle, genau, 100 Noten. Wenn ihr es einsammelt. Einsammeln, dankeschön. Wir haben alle 100 Noten in dieser, ich glaube mal, gesamten Mods. So, wie sieht es mit Postzeilen aus? Da geht noch einer ab. Ist es bei der Türe oder bei dem Hexen? Dingsbums. Ich würde vorschlagen, erstmal die Türe zu gehen und dann die linke Seite. Obwohl ich nicht ganz so sicher bin, dass hier der Ende ist. Ah. Schon ist ja kompliziert, ey. Ach so, okay. Für ein Postteil. Passt, bin zufrieden. Und schon haben wir auch alle Postteile. Ja, ist dieser Mod schon beendet? Wir werden gleich sehen. Oder kommt da noch was? Wir lassen uns überraschen. So, noch einmal hier. Da war es doch klug, erstmal hier reinzugehen. Und dann wieder zurückzugehen. War schon eine sehr gute Wahl. Vielleicht. Vielleicht. Aber nur vielleicht. So. Jawohl. Und wie immer bleiben zwei Postzeile übrig. Ha, wenn die Haare nachwachsen, juckt es überall. Es ist schlimm. Und das auch geschlossen. Und hier ebenfalls. Da ist eigentlich der Raum von Finale. Aber das haben sie scheinbar nicht mit reingebaut. Kann man so lassen. Kann man zulassen, oder spart man schon ein bisschen Zeit auch. Und Finale ist eigentlich immer gleich. Man steht auf dem Turm, hängt runter der Besiegung, fertig. Außer bei Mods, da finde ich es echt, muss ich sagen, schon cool umgesetzt. So bei Gutenberg's Mask oder Chigis of Time, da war schon echt herausfordernd. Aber sonst ist das Prinzip immer gleich. So, auf zur Finale. Ist das jetzt das Ende? War es das schon? Ja, das war schon. So, bevor wir ins Bett springen und das Credits anschauen, was passiert, wenn ich hier nochmal rausgehe? Ist jetzt noch was Großes? Nö. Okay, liebe Freunde, ich hoffe, das hat euch sehr gefallen. Ich versuche, in Zukunft auch mich zu verbessern. Und ich bedanke mich euch für die Abonnenten. Und wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert. Ich möchte dieses Jahr, ich glaube dieses Jahr schaffe ich zwar nicht mehr, 100 Abonnenten erreichen, auf jeden Fall bis zu Ostern. Und dann geht es richtig los. Genau, da ist das Credits. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch einmal frohe Weihnachten und frohe Weihnachtsfest. Bei Ede glauben ist was anders. Ich weiß nicht, wie ich es am besten sagen soll. Frohe Fest, glaube ich, besser. Und sonst könnt ihr gerne reinschreiben, wie ich das für euch sagen soll. Und auf jeden Fall frohes Fest. Frohes Fest ist, glaube ich, besser für euch. Wünsche ich euch
Auf jeden Fall. Lasst euch beglücklichen, lasst euch Frohes wünschen, was auch immer. Bleibt gesund, bleibt glücklich, seid nicht traurig. Ich versuche es auch zu verkneifen. Mehrfach, auch wenn es ab und zu mal mir auffällt. Aber bleibt einfach glücklich, macht was draus und haut rein. Danke fürs Abonnieren, danke fürs dabei sein. Teilt es, wenn ihr wollt, kommentiert es, wenn ihr wollt. Umsonsten, bis bald, habe die Ehre. Und wann das nächste Projekt erscheint, kann ich euch noch nicht sagen. Vielleicht bald, vielleicht nächste Woche. Da schauen wir mal. Ja. Und danke für eure Geduld. Und ja. Hat sehr Spaß gemacht. War doch schneller als gedacht. Auf jeden Fall, wie gesagt, lieber doppelt dreifach. Habe die Ehre miteinander.